Angesägte Bäume direkt auf der B3. Ja, das beschäftigt gerade wieder die Menschen zwischen Gilserberg und Jesberg. Im September hat es zwei Vorfälle gegeben. Bäume wurden mit einer Kettensäge angesägt. Ein 15 Meter hoher Baum, eine Eiche, ist auch auf die Fahrbahn gefallen. Verletzt wurde da zum Glück niemand. Auch im Jahr 2020, also vor zwei Jahren, hat es schon mal ganz ähnliche Vorfälle gegeben. Bislang ist da niemand zu Schaden gekommen, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können, sagt mir Polizeisprecher Markus Brettschneider. Ja, gerade auf der B3 ist natürlich entsprechend viel Verkehr. In den Nachtzeiten fahren auch sehr viele LKWs hier mit entsprechendem Tempo. Und da kann es auch sehr schnell dann mal zu tödlichen Verkehrsunfällen kommen. Ja, die Polizei, sie fährt jetzt hier verstärkt Streife in dem Bereich. Es soll auch Kontrollen geben, wenn es Verdachtsfälle gibt. Das hat mir Polizeisprecher Markus Brettschneider gesagt. Und auch die Straßenmeisterei schaut jetzt hier nochmal genauer hin auf die Bäume am Wegesrand. Eine heiße Spur gibt es allerdings bislang nicht. Ob da eine politische Motivation dahinter steckt, derzeit völlig unklar, oder ob das was ganz anderes war. Deshalb ist die Polizei auch sehr erpicht auf Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder kleinste Hinweis könnte helfen, sagt mir Polizeisprecher Markus Brettschneider.